Heute Feuerwehreinsatz in Warth. Ein Mann wurde von seinem Heuwagen eingeklemmt. Was haben Sie denn vorgefunden? Ja, beim Eintreffen der Feuerwehr Warth war der Landwirt im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von zwei Mitarbeitern der Gemeinde, auch Feuerwehrkameraden, befreit. Abtransport Richtung Hubschrauber-Landeplatz. Beim Eintreffen vom Landeplatz ist so, im Hubschrauber ist auch die Feuerwehr Lech eingetreten mit dem Rüstfahrzeug nach Abtransport des Verletzten. Haben wir gemeinsam mit der Feuerwehr Lech das Fahrzeug geborgen und auf einen Abstellplatz gebracht. Wie viele Mann waren denn heute im Einsatz? Am Einsatz waren beteiligt die Feuerwehr Warth mit 12 Mann, die Bergrettung Warth mit 5 Mann, die Feuerwehr Lech, weiß ich gar nicht genau, muss ich mit dem Kommandant Günther Walchner abklären, ich vermute um die 20 Mann, ein Notarzt-Hubschrauber und das Notarzt-Team Regenzerwald sowie die Polizei und ein Trupp der Feuerwehr auch.